Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Dieser Vlog wird wieder mal was ganz Besonderes, denn ich fahre gleich arbeiten und direkt danach fahren wir nach Berlin, denn heute ist das Konzert von Krishna Das. Das ist ein Mantrasänger, den ich abgöttisch liebe. Das wird vielleicht nicht alle von euch interessieren, aber dieser Kanal heißt nun mal Yogini with Jan. Und ja, Yoga ist halt ein großer Teil auch davon. Deshalb heute das Konzert und morgen gehen wir auf das Wedding Wool Weekend und es wird so toll. Natürlich deutlich kleiner als das Wool Festival in Kassel, aber dadurch umso muckeliger und schöner und vielleicht kann man ein bisschen stressfreier und entspannter durch die Gegend schlürfen. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr, natürlich freue ich mich am meisten auf Kiezgarn. Ich kann es kaum erwarten. Es wird richtig toll. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht, setze mich noch hier so ein bisschen auf die Couch vor der Arbeit. Ich habe echt viel Zeit, weil ich war so aufgeregt, dass ich mega früh aufgestanden bin und werde noch ein bisschen an meinem Archerdress stricken. Hier seht ihr meinen Archerdress von We Are Knitters. Normalerweise müsste ich an meinen Socken weiter stricken, aber die sind alle schon im Auto fertig verpackt. Weil ich die alle mit nach Berlin nehmen möchte. Einmal meine Nitty Netty Shark Sock Week Socke und auch meine Surprise Sock Long Socke von Steven West. Und ja, deshalb muss das Kleid jetzt herhalten. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Berlin und haben ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft, wenn nicht sogar einen Ticken mehr. Und machen jetzt gerade kurz ein Päuschen, aber dann geht es jetzt sofort weiter, damit wir es pünktlich zum Konzert schaffen. Mein Freund hat wirklich sehr leckere Schnittchen geschmiert. Da habe ich mir gerade eins von gegönnt und jetzt geht es weiter für uns. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich dachte, ich gebe euch endlich mal ein kleines Update. Es ist Samstag hier und ich sitze mit einem Tee in der Küche/Wohnzimmer und ja. Ich fand das Setting ziemlich cool, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das Schlafzimmer ist ziemlich dunkel und ich glaube, hier sind so die besten Lichtverhältnisse. Genau, wir haben es gestern rechtzeitig zum Konzert von Krishna Das geschafft und es war so toll. Ich war maximal erschöpft, aber irgendwie bin ich dann am Ende nochmal aufgeblüht für das Konzert und es war revolutionär, richtig, richtig schön. Es waren so viele Yogis um mich rum, alle haben gefeiert und es war einfach ganz, ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll. Und ja, es war einfach auch schön, ihn zu sehen, diese Energie zu spüren, die Mantren, die er halt natürlich im Endeffekt singt, aber durch die anderen natürlich weitergetragen werden mit dem Kirtan. Also das ist einfach... Das muss man selber erlebt haben, um dieses Gefühl nachvollziehen zu können, finde ich persönlich. Und es war einfach toll. Also ich blende euch ein Bild ein, wie das Setting war. Er hat natürlich Harmonium gespielt. Dann gab es da so eine indische Gitarre. Das ist aber nicht diese standardmäßige indische Gitarre, an die ich denke, sondern die sah aus wie eine normale, aber die wurde flach gespielt. Also wenn jemand von euch weiß, wie die heißt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid, weil ich weiß es eigentlich, aber ich komme nicht auf den Namen. Ich habe gestern schon die ganze Zeit überlegt und ich weiß es einfach nicht. Und es war einfach toll. Es war wirklich, wirklich toll. Die Klangqualität war super. Ich dachte erst im Theater, kann so und so sein. Aber nein, war wirklich perfekt und es war einfach schön. Es war schön. Die Energie war toll. Es war klasse. Ich höre auf zu schwärmen, damit es nicht nur darum geht. Ich habe dort auch noch Tee abgestaubt. Richtig, richtig gut. Denn die haben kostenlos Tee abgegeben. Und ich suche gerade das... Die Verpackung, Shotima, das gibt es in jeglichen Bioläden, wenn es denn fixieren möchte. Wartet. Na, muss ich die Tasse einmal absetzen. So, Shotima heißt die Marke. Und den gibt es in total vielen Bioläden, aber irgendwie habe ich mich... So, jetzt bin ich wieder im Fokus. Den gibt es in jeglichen Bioläden, aber irgendwie habe ich mich da noch nie dran getraut. Und jetzt habe ich den grünen Matcha-Tee jetzt schon hier angetrunken und der ist toll. Der ist wirklich, wirklich toll. Manchmal muss man so ein bisschen aus seinen Routinen
und Gewohnheiten rauskommen, damit man auch neue Sachen entdeckt. Ich probiere eigentlich gerne neue Sachen aus, aber so bei Tee bin ich so bei meinen Klassikern eigentlich immer so ein bisschen hängen geblieben. Und das ist wirklich Yogi-Tee und auch Puka. Aber der ist sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt auf die anderen Sorten. Ich habe, glaube ich, noch 2 andere von denen und da probiere ich mich auf jeden Fall mal durch und werde sicherlich beim nächsten Mal noch was mitnehmen. Genau, und dann sind wir ungefähr 11:30 oder so im Airbnb angekommen in Kreuzberg. Ich dachte, das wird ein Gewinn im Lotto sein, wenn wir dann einen Parkplatz finden. Aber irgendwie haben wir, also wir sind hier in einer relativ ruhigen Straße, die gar nicht ruhig ist, aber im Verhältnis zu den anderen Straßen sehr ruhig ist, haben wir einen Parkplatz am Ende gefunden. Das war überhaupt gar kein Thema. Und ja, Check-in war auch kein Problem, weil es nur so ein Schlüsselkasten war. Das ist halt das Positive an solchen Airbnbs, dass die Leute meistens die Schlüssel irgendwo hinterlegen und man jederzeit einchecken kann. Das Airbnb ist ein Künstler-Apartment, so war es beschrieben. Ich habe im Endeffekt das genommen, was relativ billig war und zentral gelegen war. Und es ist sehr speziell. Also es ist auf jeden Fall ein Künstler-Apartment. Also man hat hier alles, was man braucht. Es ist zu viel für uns für ein Wochenende. Aber es war trotzdem deutlich billiger als ein Hotel. Und ja, ich brauchte auch ein Setting, wo etwas spezielle Kunst nicht drauf ist, weil ich Angst habe, dass YouTube dann dieses Video einfach sperrt. Weil irgendwie sind hier ziemlich viele Aktbilder und Penisse. Um es mal zusammenzufassen. Und ich dachte mir, wenn ich das irgendwo im Hintergrund habe, dann sagt YouTube direkt so, nee, leider nein, ist erst FSK 18 oder so. Deshalb habe ich mich auch deshalb für dieses Setting hier entschieden, wo im Endeffekt nichts großartig drauf ist. Aber das wäre halt mega cool für einen Podcast. Kann man nicht ändern. Genau, ich zeige euch gleich hier so ein bisschen was, wenn ich es schaffe. Ich guck mal. Und für uns geht es gleich. Ich bin schon seit 6 Uhr wach, deswegen bin ich total aufgekratzt und bin hier am Matcha-Tee trinken. Ich habe überlegt, was wir am liebsten machen wollen. Wir waren ja häufig genug in Berlin, wir müssen jetzt nicht so eine Standard-Sightseeing oder so machen. Und ich habe das allererste Mal, als ich in Berlin war, oder das zweite Mal, im Café Mugrabi was gegessen. Und das ist der beste Hummus, den ich jemals gegessen habe. Und ich hoffe, der Hummus ist genauso geblieben, weil irgendwie die Male danach habe ich es nicht hingeschafft und dann war es auch noch geschlossen. Ich glaube, die haben umgebaut oder so und leider habe ich es einfach nicht dorthin geschafft. Und heute ist es so, dass es nur 8 Minuten von uns entfernt ist, also perfekt. Und deshalb werden wir heute dort frühstücken, Hummus essen, en masse, es muss einfach sein. Und einfach mal schauen, was es da noch so Leckeres zum Probieren gibt in veganer Variante. Weil normalerweise war es immer vegetarisch. Aber ich glaube, viele Sachen, wenn man irgendwie das Ei weglässt und so, sind auch vegan. Von daher, ich glaube nicht, dass es ein Problem sein sollte. Genau. Und dann war der Plan, dass wir dann zum Wedding Wool Weekend fahren. Weil das um 11 Uhr im Endeffekt startet. Also es wird zeitlich ganz gut klappen. Ich glaube, es ist bis 17 Uhr oder so geht das. Dann von da aus zu den Hackischen Höfen, weil da die meisten Secondhand-Läden sind, die ich wirklich sehr gerne mag. Oder beziehungsweise die meisten Secondhand-Läden einfach auf einem Fleck. Ich habe jetzt keine Lust, durch ganz Berlin irgendwie zu fahren, um die Zeit zu verschwenden, weil wir ja einfach nicht viel Zeit haben. Dann von da aus, wenn wir dort fertig sind, da ist natürlich auch noch Patagonia, ist ein Manga-Laden für meinen Freund. Theoretisch ist da auch Yarn Over Berlin, aber ich glaube, die sind mit ihren Frieda Fuchs Garn heute auf dem Wedding Wool Weekend. Also weiß ich gar nicht, ob der Laden geöffnet hat. Muss ich mal schauen, aber wiederum, wenn ich auf dem Wedding Wool Weekend bin, das reicht völlig. Und oh, ich freue mich da so drauf. Ich freue mich da so drauf. Ich habe schon von Kiez Garn, von der Nora, das Garn gesehen und ach, ich bin verliebt. Ich muss unbedingt was davon haben. Ich habe schon ein paar Tücher gestern Abend noch rausgesucht. Und werde im Endeffekt so ein bisschen ein paar bunte Garne für Tücher mitnehmen. Ob es jetzt eins von Steven West ist oder von Hedgehog Fibers. Also ich habe da so einiges im Blick. Ich glaube von Hedgehog Fibers kann ich euch sogar sagen, welches ich so cool fand. Na? Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, das habe ich gar nicht mehr geöffnet. Also von Steven West fand ich den Bubbly Blossom Shawl ziemlich cool. Aber die Anleitung kommt wohl erst im November online, weil die im Rahmen des Yarnalongs wohl nur veröffentlicht wurde. Dann von Andrea Mary, genau,
Den Etude Shawl fand ich ziemlich cool. Aber dafür braucht man, glaube ich, so ein dickeres Garn, aber kann man ja auch so ein bisschen optimieren. Und das Nightshift Tuch fand ich auch sehr, sehr cool. Und dann gab es halt einen von Hedgehog Fibers, aber das finde ich jetzt gerade irgendwie nicht. Naja, deswegen, Tuchgarn kann man immer mitnehmen. Spätestens bei Mystery Knit Along im Oktober kann man sich ja was verwenden, falls man es doch für was anderes nicht verwendet hat. Und ja, das ist so der grobe Plan. Ich glaube, ich bin jetzt bei den Hackschenhöfen hängen geblieben. Genau, von da aus fahren wir zum Prenzlauer Berg, stöbern da so ein bisschen noch durch die Gegend. Da gibt es nämlich sehr coole Secondhand-Buchläden auch noch. Da wollte ich in die Buchläden einmal reinstolpern. Und dort ist auch der Nepalese, bei dem ich so furchtbar gerne esse. Und deswegen werden wir heute Abend auf jeden Fall nepalesisch essen. Ich glaube, morgen wird es auf Asiatisch hinauslaufen, bevor wir die Stadt verlassen. Aber genau, so ist der ungefähre Plan. Und ich freue mich da sehr drauf. Und wisst ihr, worauf ich mich auch noch freue? Es gibt von, also Club Mate ist mein liebster Mate mit Abstand. Also ich habe schon alles ausprobiert, aber von Club Mate ist bis heute einfach der beste Mate und ich mag Mate wirklich sehr, sehr gerne. Und es gibt eine Variante davon, die ist mit Granatapfel. Und bei uns in NRW oder bei mir auf jeden Fall im Ruhrgebiet gibt es das kaum irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich selten zu kriegen. Als ich vorher in Herdecke gewohnt habe, da war beim Edeka eine Quelle, aber das ist jetzt einfach zu weit von mir aus. Und deshalb suche ich gerade nach neuen Möglichkeiten, irgendwie da dran zu kommen. Aber hier in Berlin gibt es das überall. An jedem Kiosk, an jeder Ecke, egal wo. Es gibt den Club Mate Granatapfel. Deswegen wird das, glaube ich, meine Hauptflüssigkeitsart dieses Wochenende sein, obwohl ich eigentlich eher vorrangig Wasser trinke. Aber die Chance muss ich jetzt einfach ausnutzen. Genau. Und ich glaube, das war es soweit. Ich habe hier meine Nitty Netty Shark Sock Week Socke und die werde ich jetzt einmal stricken oder daran stricken, sagen wir es vielleicht so. Und genau, meinen Tee austrinken und dann hoffe ich, dass mein Freund vom Laufen gleich wieder da ist, weil dann gehen wir lecker frühstücken. Ich freue mich da sehr drauf und deshalb, ich nehme euch auf jeden Fall mit und ich hoffe, es gefällt euch. Ich wollte euch noch mal ein bisschen das Airbnb zeigen, während mein Freund noch duschen ist. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Und wie gesagt, ich hoffe, ich filme nichts, was am Ende zensiert werden muss. Also hier kommt man rein, das ist der Flur mit Skateboard. Alles ein bisschen auch asiatisch angehaucht. Sehr dunkel, aber finde ich persönlich sehr cool. Also ich würde selber so nicht machen, aber vom Stil her finde ich das ganz nett. So, das ist das Schlafzimmer. Das ist unser Chaoshügel hier mit einem sehr großen Buddha. Und, boah, ich stolper hier schon über den Teppich. Hier ist so ein Schränkchen. Das finde ich persönlich ja mega, mega cool. Das ist das Bett. Da ist auch noch ein Balkon. Und wie gesagt, ich versuche hier so ein bisschen die Kunst auszulassen. Hier ist ein Schreibtisch, den ich auch echt schön finde. Ist vielleicht nicht das Praktischste, weil er sehr dünn ist, aber ansonsten sehr cool und mehr ist hier nicht. So, wie gesagt, zwei Sessel. Dann gehen wir mal Richtung Küche. So, hier geht man durch diesen Vorhang. Und auch hier Kühlschrank in Schwarz. Da ist die Couch, auf der ich gerade gesessen habe. Da kann man rausgucken. Da ist so ein schöner Innenhof. Das finde ich ja sehr cool an Berlin. Das mache ich total gerne, dass es diese Innenhöfe gibt. Und eine bunt zusammengewürfelte Küche, was ich persönlich sehr gerne mag. Ich habe damals nämlich auch das eine Küche von IKEA, die es aber schon länger nicht mehr gibt. Danach habe ich dann auch irgendwann mal gesucht, aber die werden auf eBay Kleinanzeigen einfach für massenweise Geld verkauft. Und das war es mir dann vielleicht am Ende doch nicht so viel wert. Und ja, das ist das Airbnb. Ohne Kunst. Ich trinke jetzt weiter hier meinen Tee, stricke an meiner Socke weiter, mache vielleicht noch ein Posting für euch fertig. Und jetzt habe ich mir übrigens den Chai Mokka
aufgebrüht, der hier eh nicht fixiert werden möchte. Und bin echt gespannt, wie der schmeckt, denn der riecht unfassbar gut. Street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time.
it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way. I won't slow down. Guten Morgen, es ist Sonntag, wir sind noch immer in Kreuzberg. Wir haben noch so ungefähr eine Stunde, bis wir auschecken müssen. Aber ich dachte mir, ich zeige euch, was ich gestern gekauft habe. Ich dachte mir, ich erzähle euch auch mal, wie der Tag gestern war. Weil gestern Abend hatte ich überhaupt gar keinen Nerv mehr, irgendwas zu filmen, irgendwas zu reden oder zu sagen. Wenn es ein bisschen laut wird, tut es mir leid, aber ich muss hier ein bisschen die Fenster aufmachen, sonst erstickt man hier einfach. Und ja, gestern verlief alles wirklich top nach Plan, das muss man wirklich sagen. Wir waren erst hier in Kreuzberg bei Café Mugrabi, da haben wir Hummus und Shakshuka gegessen, das war so lecker. Mein Freund hatte so einen coolen Wrap mit Blumenkohl und gerösteten, glaube ich, Walnüssen und so. Super lecker. Also das Essen ist da wirklich toll. Und man kann alles davon auch in veganer Variante bestellen. Deshalb, es ist jedes Mal der Hit. Und für mich persönlich ist das der beste Hummus, den ich jemals gegessen habe. Und ich habe schon wirklich viel an Hummus ausprobiert. Genau, davor haben wir unterwegs auch noch Zimtschnecken gefunden. Deswegen Zimtschnecken haben wir auch noch mitgenommen. Und dann sind wir auch schon mit der Bahn nach Wedding gefahren zum Wedding Wool Weekend. Und es war klasse. Es war so schön. Es war direkt in dem gleichen Hof, wie Wollen Berlin ist, nur auf der anderen Seite. Und ungefähr im dritten Stock war das, glaube ich. Und die Location war wirklich toll. Also ich persönlich finde ja schon dann dieses Innenhof-Flair total super. Aber wie gesagt, die Location war auch sehr hübsch und die Garnauswahl war der Hammer. Es war deshalb der Hammer, weil es genau die Mischung an handgefärbten und auch rauen, rustikalen Garnen war, die ich so toll finde. Also für mich von beiden Sachen das Beste und beide Sachen liebe ich einfach und deswegen war es für mich wirklich ein absoluter Traum. Es fing vorne mit Prujans an, dann ging es weiter. Das waren für mich auch alles überhaupt ganz neue Namen, deswegen kann ich euch die leider nicht wiedergeben. Aber ich werde versuchen, euch das in dem Video von gestern praktisch so ein bisschen unten zu beschreiben, wer was wie wo ist, damit ihr das auch vielleicht mal nachgucken könnt. Und da war es so, dass mit Prujans anfing. Sie hat so eine kleine Ausstellung gemacht mit kleinen Minis. Da habe ich nämlich auch ein Miniset mitgenommen, weil ich die meisten davon schön für meine Decke verbrauchen kann. Aber ein paar waren davon so pastellig, dass ich mir dachte, da kann man sehr coole Socken auch mitmachen. Das ist das Garn, das ich bei Prujans noch mitgenommen habe. Das ist dieses Mini-Paket. Und ihr seht, dieses Mini kommt auf jeden Fall in meine Decke. Dieses Mini kommt in meine Decke. Und wo ist es? Sehe ich das nicht? Ah, hier. Diese Marshmallow-Farbe. Auch die kommt auf jeden Fall in meine Decke. Und aus den anderen Pastelltönen muss ich mir noch überlegen, was ich daraus machen werde. Aber sicher irgendwelche hübschen Pastell-Bonbon-Socken. Aber diese pastelligen, hübschen Töne konnte ich auf keinen Fall dort lassen. Die sind einfach viel zu schön gewesen. Und ihr wisst, für meine Decke brauche ich gefühlt immer Nachschub. Und deswegen schadet es nie, so hübsche Minis auch noch in seiner Kollektion zu haben. Dann ging es weiter mit rauen Garn. Da war es so, dass jedes Garn von einer anderen Schafsorte war, aber alles aus Deutschland. Und es ging von relativ weich zu, ich glaube, das war das Inselschaf, war das, glaube ich, was super rau war und so Richtung Nordsee und alles ging. Das eine war in der Nähe von Berlin und so, also mega cool. Und auf jeder Banderole stand auch drauf, welche Schafe das sind. Und hätte ich gewusst, was ich daraus machen soll, hätte ich sofort zugegriffen. Sie hatte dort auch Wolle in verschiedenen Stadien praktisch, die so geschoren wurde, die schon ein bisschen verarbeitet wurde, die gesponnen wurde. Also praktisch so dieser ganze Zyklus und es war wirklich cool, das zu sehen. Dann ging es weiter mit Mominoki-Garn. Ich habe immer Probleme, mir das zu merken. Auch die hatte eine coole Auswahl, aber da war für mich persönlich jetzt nicht so großartig was dabei. Und von da aus habe ich schon Kiezgarn gesehen. Und ich habe mich so gefreut, Nora zu sehen. Deshalb hier nochmal liebe Grüße an dich. Es war wirklich, wirklich schön, mit dir zu quatschen. Ich habe mich sehr gefreut und ihr wisst, ich liebe, liebe, liebe die Kiezgarn-Garne.
Sie sind einfach der Hammer. Ich liebe ihre Färbung, weil die so genau die richtige Mitte treffen von den Dingen, wie gesagt, die ich gern mag. Es ist weder zu grell noch zu basic. Es ist halt genau dieser Zwischenweg und ich liebe ihre Garne. Genau richtig für mich. Deshalb, da habe ich zugegriffen. Das zeige ich euch auch direkt. Ich hatte meinen Mumensack hier mit, aber ich musste von ihr auch noch was mitnehmen. Ich muss das hier mal so ein bisschen strukturieren, was ich natürlich vorher nicht gemacht habe. So, ich habe mir von ihr einen Beutel mitgenommen. Den gab es auch in verschiedenen Farben. Fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe mir einmal für den, und diesmal kann ich es euch sagen, weil ich den natürlich gestern nochmal rausgesucht habe, von Hedgehog Fibers den Taffy Waves Shawl. Der sieht ziemlich cool aus. Der sieht so aus, falls man das... Ja, so ein bisschen sieht man das. Es geht von so einem Rosa in so ein Gelb über. Fand ich sehr cool. Und da habe ich mir von ihr... Da braucht man auch nur zwei Fingering-Weight-Garne für. Die Farben kommen hier nicht so perfekt raus durch das Licht. Aber so ungefähr könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Diese Farbe ist Matilda. Und diese... Hinterhaus. Ich habe mich extra für die Sockengarne entschieden, weil man da einfach am meisten draus machen kann und im Notfall kann ich halt auch noch Socken und alles andere mitmachen. Sie hatte diese Farben auch in anderen Qualitäten. Da war das Garn aber so ein bisschen weniger Roséfarben und deshalb habe ich mich auch halt für die Sockenqualität entschieden und es sind 75% Merino und 25% Nylon. Und die Kombi finde ich super. Und ich bin ja aktuell auch wirklich in so ne, auf so einem Trip, dass ich wirklich die Senfgelb total gern mag. Und halt die Kombination mit Rosa oder Pink. Da kommen wir direkt zu meiner zweiten Wahl. Denn Steven West hat ja vor kurzem seinen, lass mich nicht lügen, für den Yarn Along. Das war der Bubbly Blossoms Shawl rausgebracht. Da ist es leider so, dass es die Anleitung noch nicht gibt, aber ich glaube, irgendwo stand, dass sie im November rauskommt. So oder so werde ich mit dem Garn gegebenenfalls ein anderes Tuch machen, falls es mir doch am Ende nicht gefällt. Aber da habe ich diese zwei mitgenommen. Das ist nochmal das gleiche wie vorher. Und das ist das Girly Garn. Genau, das Girly Garn. Auch mega, mega cool. Ich finde, in der Kombi ist das einfach super klasse. Freue ich mich sehr drüber. Sagt Girly, hier nochmal Matilda. Genau in der gleichen Qualität. 75% Merino, 25% Nylon. Und ich finde, das wird sehr cool zusammen aussehen. Und ich glaube, ich mache mal eben den Glockenton aus. Ich glaube, die Glocken hört man immer noch, aber ich glaube, so ein Ticken weniger. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Es tut mir wirklich leid. Aber Berlin ist laut. Berlin ist so laut. Das fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich hier bin. Von daher leider lässt sich das nicht verhindern. Genau, deshalb. Die Kombi auch auf jeden Fall für ein Tuch, am liebsten für den Bubbly Blossoms Shawl von Steven West, aber im schlimmsten Fall wird es halt ein anderes Tuch, aber die Kombi, die passt perfekt. Hier noch ein kleiner Nachtrag, weil ich euch ein Kiezgarn unterschlagen habe und das ist dieses wunderschöne Ding. Schaut es euch an. Erstens die Farbe und zweitens die Beschaffenheit dieses Garns. Sieht das nicht geil aus? Hätte ich fast vergessen. Das ist 70% Seide, 30% Merino, 50 Gramm, 200 Meter. Und die Farbe heißt Nimbus Wedding Weekend. Und es ist so flauschig. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie flauschig das ist. Kein Bouclé-Garn oder sonst was kommt an diese Flauschigkeit hier dran. Also es ist einfach super schön. Das ist nochmal wie so ein bisschen gekämmt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt auch noch ansatzweise in der Kamera sieht. Also ein bisschen. Und Nora hat mir gesagt, dass man aus einem Strang sehr gut den Sophie-Scarf machen kann. Deshalb, daraus werde ich den Sophie-Scarf machen. Und je nachdem, wie es sich damit stricken lässt, werde ich da auf jeden Fall nochmal früher oder später was nachbestellen, weil es geil ist. Wie gesagt, unfassbar flauschig. Es ist wie auf einer Wolke zu liegen. So schön ist das einfach. Und diese Färbung ist auch einfach der Wahnsinn. Ich glaube, diese Färbung kommt auch gut an meine allerliebste Färbung aller Zeiten dran. Neukölln Karussell. Das ist bis heute meine liebste Färbung von allen. Die ist einfach so schön. Ich glaube, ich habe noch genau
ein Knäuel habe ich, glaube ich, noch ein halbes oder so. Deswegen, ich muss mir noch überlegen, was ich aus meinen Resten von dem Neukölln-Karussellgarn noch machen werde. Aber diese Farbe kommt auf jeden Fall sehr gut da dran. Finde ich mega, mega schön. Und ich bin echt gespannt, wie sich das verstricken lässt. Genau. Und direkt daneben war eine Vertrieblerin, wenn man das so nennt, von Sadness Garn, auch sehr cool. Da habe ich nach dem Heftchen gesucht, wo der Marius-Sweater drin ist. Und den hatte sie leider nicht. Also diese Marius-Sweater, irgendwie komme ich nicht an dieses Heftchen. Wenn ihr wisst, wo ich an dieses Heftchen komme, ich glaube, das kam letztes Jahr kurz vor Weihnachten raus. Auf dem Cover ist halt so ein dunkelgrüner Männerpulli. Und diesen Marius-Sweater möchte ich halt unbedingt machen im Winter. Und deswegen hoffe ich, dass ich noch irgendwann irgendwie irgendwo an dieses Heftchen komme. Von daher schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo das noch erhältlich ist. Dann ging es weiter mit, lasst mich nicht lügen, Madame Benoit war noch vor Kopf. Rechts war noch Frieda Fuchs. Hatten auch eine riesen Auswahl, da konnte ich mich aber auch nicht entscheiden. Und dann ging es weiter mit sehr schönen Taschen. Die habe ich euch auch auf jeden Fall gefilmt. Sehr cool, nur habe ich genug. Und dann vor Kopf war Rauwerk. Rauwerk kommen aus Bayern. Und die Schafe, deren Wolle die benutzen, ist, also die scheren die in München. Und gesponnen wird die im Chiemgau. Und da habe ich diese Garne mitgenommen. Sind die nicht hübsch? Die sind super mega rau, gefallen mir total gut. Und guckt euch deren Logo an. Das ist so süß. So, so süß. Deswegen, das hat mich ja schon lange gecasht. Und wenn ich jetzt hier im Chaos mein Handy finde, dann sage ich euch auch, was ich daraus machen möchte. Denn ich habe es euch auf jeden Fall abgefilmt. Ich möchte den Pulli machen, den die dort ausliegen hatten. Den kann man noch, also man kann das nochmal mit einem Mohair-Faden verbinden. Die meinten aber auch von der Maschenprobe passt es auch ohne Probleme, wenn man nur damit arbeitet. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich es mit Mohair mache oder nicht. Das werde ich irgendwann mal spontan entscheiden. Aber die Anleitung war von, genau, habe ich nämlich auch schon häufig auf Instagram gesehen, war mir aber nicht sicher, ob ich das machen möchte oder nicht. Tomomi Yoshimoto heißt die Designerin und der heißt Drawing Sweater. Verlinke ich euch auf jeden Fall. Der hat hier so Blümchen, die in weiß gestrickt werden. Der Rest des Pullis wird, oder andersrum. Nee, die Blümchen werden in weiß gestrickt und der Rest des Pullis in diesem Roséton. Und ach, ich habe mich in diesen Farbton einfach verliebt und total nett. Den hat noch ein Strang von dem Weißen gefehlt. Das werden die mir auch noch zuschicken. Deshalb, ihr wisst, einheimische Garne unterstütze ich erst recht, aber bei dieser Farbe konnte ich auch einfach nicht Nein sagen. Die Farbe ist Alpenklee und die weiße ist Kalk und beides ist halt 100% Merino-Wolle. Richtig, richtig schön. 100 Gramm, 300 Meter Lauflänge. Mega schön, habe ich mich sehr gefreut. Und dann war noch ganz am Ende irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich glaube, ich habe da aber auch ein bisschen gefilmt. Ich glaube auch nochmal raue Garne, wenn ich mich nicht irre. Also ihr seht, es war für mich persönlich die perfekte Konstellation. Ausgewählte, handgefärbte Garne plus noch die rauen Garne. Ich war im Himmel. Ich war in meinem persönlichen Himmel. Wäre die Hitze nicht gewesen, wäre es noch perfekter gewesen. Aber die Hitze war gestern einfach furchtbar. Das war das Einzige, was wirklich belastend war. Das war auch der Grund, warum ich abends nicht mehr gefilmt habe, weil ich einfach kaputt war. Ich war kaputt. Ich glaube, wir hatten knapp 34 Grad oder so. Pralle Sonne. Später war es zwar bewölkt, aber trotzdem diese drückende Hitze. Also wirklich, wirklich schlimm. Genau, als ich die Wolle hatte, dachte ich mir, jetzt können wir eigentlich weitergehen. Aber dann dachte ich mir, ich stolper doch nochmal bei Wollen Berlin kurz rein und schaue. Denn ich habe euch ja gesagt, dass ich mir noch das eine Garn angucken möchte. Mondim heißt das. Seht ihr? War ich doch nicht ganz falsch. Und ja, da wollte ich eigentlich ein paar Basic-Garne von mitnehmen. Aber dann konnte ich mich für keine Farben entscheiden. Und auch da war es voll. Es war so voll. Es waren so viele Menschen. Da habe ich mir aber direkt ein Garn gegriffen, was mir sofort ins Blickfeld gesprungen ist. Und schaut euch diese wunderschöne Farbe an. Ist die nicht toll? Ich habe mich instant verliebt. Habe sofort gesagt, die muss ich haben. 100 Gramm, 385 Meter und 100% portugiesische Wolle.
Und wo ist die Farbe? Farbe 204. Ich glaube, eine andere Bezeichnung gibt es dafür nicht. Also, mega schön. Und ich bin halt total verliebt in deren Los. Sie haben ja auch noch ganz andere Qualitäten. Die haben die auch bei Wollen Berlin. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Plus, wie gesagt, es war einfach zu voll. Deshalb habe ich nur diese eine Sockengarn mitgenommen und einen passenden Beutel dazu. Ich weiß, ich habe genug, aber der ist einfach so zuckersüß. Und ich habe es beim letzten Mal schon bereut, als ich dort war, dass ich den nicht mitgenommen hatte. Und deswegen musste der einfach mit. Das ist das, was ich bei Wollen Berlin gekauft habe. Dann sind wir weiter zu den Hackischen Höfen gefahren und sind da so ein bisschen durchgeschlendert. Da gibt es halt total viele Second-Hand-Läden so auf einem Fleck. Da muss man halt nicht durch die ganze Stadt fahren. Und ja, da haben wir ein paar Sachen gefunden, die werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, das sprengt hier sonst komplett den Rahmen. Dann waren wir noch bei Patagonia, haben dort auch nochmal durchgestöbert. Die haben übrigens, ich glaube sogar als einziger Store in Europa, jetzt eine Ecke, wo es auch noch Secondhand-Sachen von denen gibt. Die nennen die, glaube ich, irgendwie Hardworn oder so. Auf jeden Fall, wenn man einmal ganz durchgeht und dann auf der rechten Seite findet ihr auch noch ein paar Secondhand-Sachen von denen. Auch sehr cool. Die werden dann gegebenenfalls gepflegt, aufgearbeitet. Also auch eine sehr, sehr coole Sache von Patagonia. Das ist ja eine Marke, wo ich wirklich den ethischen Hintergrund sehr geil finde. Genau, dann da Secondhand-Läden und ja, dann sind wir zum Prenzlauer Berg gefahren. Da sind wir auch durch ein paar Buchläden nochmal durchgegangen. Und dann zu Mitocha. Ich war gerade mit irgendwas bei 10. Nein, Mitocha heißt es. Das ist der Nepalese, den ich so gern mag. Und da habe ich das Dal Bhat von gegessen. Das ist ja so ein klassisches nepalesisches Essen. Das war so, so lecker. Und dort gibt es den besten Chai. Auch Chai-mäßig, so wie Hummus, habe ich mich schon sehr viel durchprobiert. Und meiner kommt auch noch nicht mal 1% an diesen Chai dort ran. Deshalb eine absolute Herzensempfehlung. Und dann sind wir auch schon zurück nach Kreuzberg gefahren, sind hier noch ein bisschen durch die Gegend gerannt. Ich habe mir noch einen Club Mate Granatapfel geholt und dann haben wir uns hier nur noch hingelegt, haben ein bisschen Netflix geguckt. Ich habe noch ein bisschen was an meiner Socke gestrickt und das war's. Es war ein wunderschöner Tag, ein sehr heißer, wunderschöner Tag, aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube, heute werden wir nochmal, wenn es zeitlich passt, asiatisch essen. Ich würde eigentlich auch gerne noch auf den Trödelmarkt im Mauerpark gehen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil wir heute auch noch Cleo einsammeln müssen. Deshalb entscheiden wir das ganz spontan. Deshalb werde ich mich hier auch von euch verabschieden. Falls ich noch was filme, werde ich das hinten dran hängen. Falls nicht, haben wir aber hier schon mal einen schönen Abschluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! It's like to be broken.